freue mich, dass wir es geschafft haben, den Mariendom zu erneuern. Wir sehen uns ja in der Nachfolge des alten Hamburger Mariendoms aus dem Mittelalter. Der wurde leider im 19. Jahrhundert, zu Beginn des Jahrhunderts, abgerissen. Und umso schöner ist, dass dann Ende des 19. Jahrhunderts diese Kirche gebaut wurde, natürlich nicht als Domkirche, damals war Hamburg noch kein Erzbistum, sondern als Pfarrkirche. Aber als dann 1995 das Erzbistum von Papst Johannes Paul II. Gegründet wurde, da wurde es eben Domkirche. Und ich freue mich, dass jetzt aus dem ganzen Bistum, aus Mecklenburg, aus Schleswig-Holstein, aus Hamburg, die Menschen noch lieber nach hier kommen, um die Geheimnisse des Glaubens hier zu feiern, um sich zu besinnen, um zu beten und um die Gemeinschaft der Christen mitzuerleben. Eine wichtige Neuerung ist, dass der Taufstein, der aus der Gründungszeit dieser Kirche stammt, dass der jetzt nicht mehr in einer Seitenkapelle steht, sondern hier einen ganz herausgehobenen Platz hat, mitten in der Kirche. Der Taufstein selbst ist also auch in der neoromanischen Form gearbeitet. Und was mir besonders gut gefällt, sind die vielen Weinranken und Weintrauben, die in den Stein gehauen sind. Ich würde sagen, christliches Leben, wenn man Christ wird, das ist so, wie wenn Wasser in Wein verwandelt wird. Das Leben wird füllig, wird schön, wird erfüllt. Und weil man eben weiß, dass man nicht alleine lebt, sondern zur Gemeinschaft der Christen gehört und mit Christus seinen Weg durch die Zeit geht. Oder eben, wenn jemand nicht getauft ist, kann er sich fragen, wie ist das denn wohl bei mir? Kann ich getauft werden? Möchte ich getauft werden? Und wir haben ja die Freude, dass in den letzten Jahren die Zahl der Erwachsenentaufen sehr steigt. Und da ist es auch besonders schön, wenn alle dann drumherum stehen können und dieses wichtige Ereignis mitfeiern können. Aber dasselbe gilt auch für Kindertaufen. Es ist wichtig, dass die Taufe im Bewusstsein der Christen einen besonderen Platz hat. Und wie sehr manchmal die Taufe einen solchen Platz im Bewusstsein hat, das erlebte ich vor einiger Zeit, als mir ein sehr bekannter Medienmann sagte, ich bin auch im Mariendom getauft, auch wenn es damals noch nicht der Dom war. Und ich freue mich, dass der Taufstein, an dem ich getauft bin, jetzt so deutlich sichtbar in der Mitte steht. Hier geht es zu einem anderen wichtigen Ort, nämlich zum Tabernakel, in dem das verwandelte Brot der Eucharistie, der Heiligen Messe, aufbewahrt wird und wo ein besonderer Platz ist zum stillen Gebet. Die Zeichen sind sehr sprechend. Die Dornenkrone als Zeichen dafür, dass wir durch das Leiden und Sterben Jesu erlöst sind, aber auch als Zeichen für all das Leid, was es heutzutage in der Welt gibt. Aber darüber dann der Lebensbaum in sehr schönen Farben und Formen, der deutlich macht, Leid
und Tod sind nicht das Letzte, sondern Leben und Segen können auch aus Leid entspringen. Und dann auf der Rückseite der brennende Dornbusch als Zeichen für die Gottesoffenbarung. Wer hier vor dem Tabernakel still verweilt, still betet, der darf darauf vertrauen, dass er so viel von Gott erfährt, dass er seinen Lebensweg mit Gott gehen kann. Und diese drei Zeichen, die Dornenkrone, der Lebensbaum und der brennende Dornbusch, gehören zusammen. Das Leid wird nicht ausgeblendet, aber aus dem Leid entsteht Leben, entsteht Erlösung, entsteht Freude. Und die Gottesoffenbarung sorgt dafür, dass wir das wahrnehmen können, dass wir nicht vergessen, Gott ist da und er zeigt sich so viel, dass wir mit ihm unseren Lebensweg gehen können. Der Altar ist die Mitte hier im Chorraum. Hier wird die heilige Eucharistie gefeiert. Der Künstler W. Gies aus Köln hat dem Altar eine sehr strenge Form gegeben, um deutlich zu machen, hier geht es jetzt nicht mehr um Schmuck, hier geht es jetzt nicht mehr um Verzierung, sondern hier geht es um die Wahrheit des Glaubens. Mir fällt dazu der Satz eines bekannten Künstlers aus dem vorigen Jahrhundert ein, der gesagt hat, moderne Kunst muss so sein, dass dort kein unwahres Wort gesprochen werden kann. Hier kommen wir jetzt zur Kathedra des Bischofs. Das ist der Bischofssitz, der der Kathedrale den Namen gibt. Der Bischof hat die Aufgabe des Leitens, des Lehrens und des Heiligens in einem Bistum. Und diese Kathedra ist sehr einfach wieder und nüchtern gehalten, so wie unser Leitungsstil als Bischöfe heutzutage auch ist. Also nicht von oben herab, sondern kommunikativer Leitungsstil. Und dasselbe gilt für das Lehren, was ja heutzutage auch mehr im Dialog geschieht. Und ebenfalls das Heiligen, das heißt in der Spendung der Sakramente, die ja auch hier im Dom vollzogen werden. Das auffallendste Kunstwerk hier im Dom, worauf der ganze Raum auch ausgerichtet ist, ist die Krönung Mariens in der Apsis. Maria am Ziel in der Vollendung als Vorbild für uns, die wir auf der Erde sind und ebenfalls die Vollendung bei Gott erfahren werden. Mit dieser Hoffnung, mit diesem Glauben versammeln wir uns immer wieder hier in diesem Kirchenraum. Ich sage schon mal etwas scherzhaft, dieses wunderbare Mosaik macht deutlich, wir sind die kleine Schwester der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom, denn von dort aus kommt das Urbild dieser Darstellung. Und ich weiß inzwischen, dass viele Hamburger, die in Rom sind, nach Rom wallfahrten, dass sie immer auch diese Kirche Santa Maria Maggiore in Rom besuchen, in der Erinnerung, wir sind die kleine Schwester. Für mich ist
dieses wunderbare Mosaik ein Zeichen der Hoffnung, auch für mich selbst, für mich persönlich. Das Leben des Menschen hört nicht einfach irgendwann auf, bricht nicht ab, sondern kommt zur Vollendung bei Gott, so wie das hier von Maria her dargestellt ist. Übrigens hat das Kunstwerk eine sehr bewegende Geschichte. Es ist im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, also zu Beginn der 40er Jahre erstellt worden, wurde dann auch geliefert, aber nicht mehr angebracht, weil damals in Hamburg nun ja furchtbare Kriegskatastrophen, Kriegszerstörungen waren und ist dann nach dem Krieg angebracht worden. Und es ist ein halbes Wunder, dass das Kunstwerk den Krieg überstanden hat und dass es uns jetzt in dieser farbigen Strahlkraft erfreuen kann. Was mich besonders anspricht an dem Kreuz ist, es ist der Gekreuzigte mit all der Not und all den Schmerzen, aber man sieht es ihm nicht an. Er ist praktisch durch die Schmerzen, durch das Leid, durch den Tod schon hindurchgegangen und passt deshalb natürlich auch besonders gut zu dem Mosaik der Krönung Mariens im Hintergrund. Über die Fenster, die modernen Fenster hier in unserem Mariendom, bin ich besonders froh. Es sind Frühwerke des bekannten Glasmalers Schreiter. Und das Thema ist aus dem Propheten Jesaja: Das Volk, das im Finstern sitzt, schaut ein großes Licht. Und man kann in jedem der Fenster erleben, wie eine Ballung da ist zwischen Licht und Finsternis und wie das Licht sich immer wieder in der Finsternis durchsetzt. Es sind ganz abstrakte Formen, aber Formen, die einen den Kampf zwischen Licht und Finsternis miterleben lässt. In allen Fenstern, in unterschiedlichen Variationen, immer wieder dargestellt. Ein besonderer Akzent hier im Dom sind die Wandgemälde, die unter Putz lagen, die also praktisch wiederentdeckt worden sind. Wir wussten, dass sie da sind, aber waren dann bei der Entdeckung doch überrascht von der hohen Qualität der Kunst. Biblische Szenen, hier die Flucht nach Ägypten. Und es war klar, die Bilder werden nicht wieder unter Putz gelegt, sondern bleiben. Auch als Anregung zur Besinnung, zum Gebet, denn Flucht war nicht nur damals nach Ägypten ein Thema, Flucht und Migration und all das, was damit verbunden ist, ist heute ein Thema. Und ich weiß jetzt schon von Dombesuchern, die sagen, dass es dieses Bild der Flucht gibt, wir waren auch auf der Flucht, das spricht uns besonders an und gibt uns Trost und Zuversicht. Thank you.
Hier sind wir jetzt auf der Orgelempore angekommen. Das war ebenfalls ein sehr wichtiges Anliegen bei der Erneuerung des Mariendomes, dass die Orgel in ihrer wunderbaren Klangfülle wiederhergestellt wird und dass sie aber auch erweitert wird. Wir haben ja in Hamburg viele hochkarätige Orgeln. Diese Orgel der Firma Beckerath ist eine der großen Orgeln in Hamburg. Wir haben einen berühmten Musiker, den Professor Lauer, der die Orgel spielt. Und ich freue mich sehr, dass das gelungen ist, diese Orgel in einen solchen Zustand zu bringen. Musik und Kirche, das gehört zusammen. Wenn man mal in die Psalmen schaut, da ist dauernd von Instrumenten die Rede. Lobet Gott mit Harfen, mit Flöten, mit Zimbeln, mit Pauken. Also der Psalmendichter kann sich gar nicht genug tun, diese Instrumente aufzuzählen. Und in einer Orgel steckt ja nun ein ganzes Orchester. Und ich freue mich immer wieder, bisher schon, wenn ich die Orgel hörte, und jetzt, wenn sie erneuert ist und erweitert ist, dann ist das nochmal ein besonderes Erlebnis. Orgelmusik und Besinnung und Gebet und Fragen nach dem Woher und dem Wohin des Lebens, das gehört einfach zusammen. Die Orgel ist für mich eine wichtige Unterstützung im geistlichen Tun, im Besinnen und im Betrachten. Es gibt in der Kirche viele Aktivitäten, aber das Herzstück ist eben der Kirchenraum selbst, wo das Geheimnis unseres Glaubens gefeiert wird. Und für mich ist es ein sehr schönes Erlebnis, dass dieser Kirchenraum jetzt so hergestellt wird, dass immer wieder Menschen gerne den Raum betreten, hier verweilen zum Gebet, zur Besinnung und zur Betrachtung des eigenen Lebens. Dafür sind Kirchen da. Wer getauft ist, glaubt, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Und jeder, der getauft ist, lebt mit Christus in der Zeit seines Erdenlebens und eben auch, wenn er gestorben ist, in der Ewigkeit.